Hallo und guten Tag, hat er gesagt. So, ich habe schon mal gebändet, ne? Die Quest ausgewählt. Wir haben ja das mit den Ölfässern, ne? Hatten wir ja fest auf dem Plan gehabt. Ja, was heißt fest auf dem Plan? Aber das wollte ich auf jeden Fall machen. Eigentlich wollte ich gut tanken alleine, aber ich glaube, wir fahren jetzt hier runter und dann. Ja, wird, glaube ich, uns ja HX einen Schluck abgeben. Wir brauchen ja nur einen kleinen Schluck, ne? Dann sparen wir uns das mit den Tanken. Der HX muss der noch genügend drinne haben eigentlich, ne? Wenn wir natürlich ankommen, ne? Mit den bisschen Sprit, was wir da haben. Aber ich glaube schon. Ich gehe mal fest davon aus. So. Und weiter geht's. Ach, ist das schön. Ich finde das immer so, wenn man Freitag früh aufsteht, macht das ja mal vor der Arbeit, ne? Wisst ihr ja mittlerweile außen FF hier, meine Geschichten. Aber ich finde das freitags aufzustehen, ist ein ganz anderes Gefühl als Montag aufzustehen. Ich finde, Montag geht noch, da ist man vom Wochenende noch ein bisschen fit. Nur, dass man weiß, ja, man muss ja arbeiten, ne? Das ist dann so weniger cool eigentlich. Aber ich muss jetzt hier mal kurz gucken. Also. Ja, aber denn die restlichen Tage wird ja irgendwie immer müde, zumindest nicht, ne? Immer müder. Motivation sinkt allmählich, außer am Freitag. Am Freitag fängt die an, dann wieder ordentlich zu wachsen. Und das ist gut. Da habe ich mir aber spritmäßig, also wenn ich jetzt 55 Liter dahin brauche, ich werde mal gleich gucken, wie viel ich brauche. Da haben wir eine schöne große Tour vor uns, ne, mit den ganzen Fässern, aber gibt natürlich auch Cash, ne, also 5000. Natürlich jetzt auch keine. Eine Kleinigkeit, ne? Ich fahre hier extra jetzt nur mit dem Lastgang, weil der verbraucht ein bisschen weniger, als wenn ich jetzt hier mit normal und 17 Liter Verschleiß hier durch die Gegend fahre. Damit ich auch ja zum HX hier ankomme. Ah, hier ist ja auch noch ein Tanker. Ich brauche gar nicht den. Ach, scheiß auf den HX. Nee, scheiß nicht auf, aber. Wir haben hier noch den Tanker, stimmt, den habe ich mir ja nach vorne geschleppt. Hab ich schon wieder voll vergessen. Aber gesehen ist gesehen. So, wenn ich dafür 20 Liter brauche, sollte ich zumindest einmal 100 Liter nachtanken. Ja, und dann geht's hier ja gleich weiter, ne? Die wilde Luzi. Dann brauchen wir ein bisschen mehr Stoffen jetzt. Und dann haben wir einmal around the Karte mit der Öl. Wenn wir uns, wenn wir dann mal hier vorne beim bei Tanke sind, mal umgucken, welche Route wir am besten fahren. Wir haben ja gleich die Fabrik da, die werden wir natürlich abgrasen. Das ist ja logisch. Das ist ja klar wie Kloßbrühe. Ja, auch ein komisches Sprichwort, ne? Also wer auf sowas kommt. Dass sie sowas eingebürgert hat, also ist wie einbürgern. Also auch komisch. Ich finde ja auch so eine Sprüche wie, das ist so, als würde man über Kartoffelacker gehen. Kein Bezug dazu, ne? Ich weiß zwar, was das heißt. Aber warum sollte man das so sagen?
Oder ich sagte es falsch und deswegen sind Fragezeichen in meinem Kopf. Das kann natürlich auch sein. So. Müssen wir ja gleich wieder durch unsere Lieblingspfütze. Man kommt hier wieder dazu geschneite. Aber ja, ich bin ja schon drin reingefahren. Hier müsste ja eigentlich schon fast schon besser laufen. Aber ein bisschen schaufelt er da trotzdem immer noch hin und her. Ja. Hat er gut gemacht. Das wirst du jetzt schaffen hier, mein Freund der Sonne. Muss ich schon sagen. Ich muss jetzt hier nicht gleich links rein, ne? Ne, ich kann auch zur Hauptstraße fahren. Denn ist gut. Da vorne ist die Pfütze. Unsere Lieblingspfütze. Wir müssen in der letzten Zeit. Ja, ich wollte jetzt eigentlich nicht voll mittig rüberfahren. Aber ich bin jetzt voll mittig rübergefahren. Naja, denn das ist halt so. Irgendwo bin ich ja doch noch hängen geblieben. So. Ich sage, irgendwann bin ich auch wieder gesund. Also, dann huste ich nicht mehr ein. Dann sabber ich nur noch. Oder. Ja, kommt drauf an, ne? Wie lange wir das noch machen, wenn wir hier noch 50 Jahre das machen, dann werde ich irgendwann noch sagen. Das ist versprochen, ne? Aber gleich hole ich mir ein bisschen Sprit ab, weil das würde mich sonst ein bisschen wirklich knapp. So, den lassen wir mal hier so stehen. Anhänger gelöst, neue Position eingenommen. Nicht da verlaufen müssen, ne? Die letzten Meter. Damit der Ölfässer wäre jetzt nicht so geil. Kurz gucken. Naja. Doch noch in der richtigen. Sagen, ey, wo ist denn jetzt hier die Tankstelle eigentlich?
Bis dann hinten müssen wir da aushalten. Knapp, aber sollten wir schaffen. Jetzt müssen wir das ja irgendwie einmal hier rumschaffen, ne? Da gräbt er sich hier richtig schnell durch, ne? Der Rückweg geht meistens schneller als der Hinweg irgendwie. So. Einmal genommen. So, geil. Ja, wo ist meine Maus? Ah, da ist sie. Und weiter geht's. Jetzt haben wir ja gleich den großen Wendekreis hier. So, haben wir das schon mal fertig. Ich markiere mir mal den Rest jetzt hier. Also, wir müssen jetzt hier immer runterfahren. Hier den geradeaus, ne? Dann ist das klar. Dann geht es ja wieder nach drüben, ne? Ja, dann natürlich tanken. Dann nach hier und dann wieder zurück, ne? Und dann verzweifelten Weg hier. Den kennen wir ja noch hier, den hier. Oha. Also da ist noch einiges zu tun hier. Ist ja noch nicht mal, ob man sagen kann, so ja, wird ja mal leichter. Wenn man ja ein paar Ölfässer weghaut. Aber das einmal rund um die Karte. Glaubst du, teilweise mit einer Differentialsperre wäre man natürlich gut unterwegs. So. Ah, das war lecker. Ja, und dieses Wochenende ist bei uns auch Geburtstagsfeier, also nicht eigene oder sonst irgendwas, ne, sondern Verwandtschaft höchsten Grades, ne? Also direkt eine nahe Verwandtschaft. Und ich weiß nicht, Geburtstage sind komisch, ne? Also über den Daumen eigentlich statt
statt immer da zu sein, muss er immer dann irgendwas schenken, ne? Oder irgendjemand kommt auf die Idee, was zu schenken. Und dann schenkt man sich das ganze Jahr so hin und her. Statt einfach zu sagen, so, weißt du was, ich gebe kein Geld für dich aus, du nicht für mich. Nach meinem Geburtstag würde ich mir einfach das kaufen, was ich Bock habe. Ich habe ja dann Geld gespart für die anderen. Und kann mir dann größeres Geschenk kaufen, statt dann 20 Geschenke im Jahr für andere auszugeben. Zumindest für die näheren Geschenke. Ist eigentlich immer komisch. Also mal, wenn ich Geburtstag habe, geht's ja noch, ne? Weil dann kriege ich ja was, aber weil der andere Geburtstag haben. Komische Abfindung. Sage ich euch. Aber wir haben das ganz cool gemacht. Bin ich mal gespannt, ob sich denn derjenige richtig freuen wird. Aber ich denke mal schon. Früher hatte man immer so das Gefühl, dass man mehr kriegt, als man ausgibt, ne? Heutzutage gebe ich mehr aus, als ich kriege. Manchmal habe ich das Gefühl, dass ich zu meinem Geburtstag selbst mehr ausgebe, als ich kriege. Aber ist ja nur einmal im Jahr, ne? Ist egal. Eben ganz komisch, denn man wird ja eben gefeiert dafür, dass man geboren worden ist. Also wofür ich ja noch nicht mal was kann, ne? Also oder derjenige, der geboren worden ist. Da könnte man ja gleich auch feiern den Tag der Zeugung oder sowas, weil diejenigen, die sind ja erst dafür verantwortlich. Ne? Das ist aber sehr, sehr schräg, würde ich jetzt hier, ne? Also mit so einem richtig breiten Auflieger. Ist ja aber dann doch eng, ne? Ich weiß nicht, ob unten lange jetzt besser gewesen wäre, aber sah alles komisch aus irgendwie. Ja, ey, wir haben ja schon so viel weg, ne? An Sprit. Jetzt sag mal, fahr ich falsch, oder? Ne. Weil hier kenne ich mich ja noch nicht aus. Das ist hier alles neu für mich. Das ist doch schön hier. Halbwegs. So, ist das gleiche? Ist das auch hier Modder und Morast? Ja, oh, das sieht aus wie Modder und Morast. Aber scheint gutes Modder zu sein. Dann geht's ja. Dann geht's ja wirklich. Ist ja jetzt auch noch mal nur Schnee. Ach, das war das, was wir mal von hinten gesehen haben, ne? Da bin ich mal gespannt, ob wir uns jetzt hier so durchkämpfen können, ne? Und der Strecke, das ist ja in den Fabriken da unten, das kennen wir ja. Ja, stimmt. Hier sind wir mit den
in Scout hängen geblieben, ne? Oh, der Scout kann nicht mehr allzu viel tun. Jetzt Sven geschrieben, der hatte ja immer diese Auto, die schnelle Winde. Den benutzt er nie, weil er immer mit dem langsamen Fahrzeug fährt. Ich weiß noch nicht mal, ob ich das ehrlich gesagt, wenn ich das ohne euch spielen würde, also nur für mich selber, ob ich das machen würde, weil das wäre mir, glaube ich, dann selbst da dann zu langweilig. Also so als Zuschauer nur so ein langsames Auto zuzugucken, ist ja dann auch schon so eine Sache, ne? Was war das? Einschlag? Das ist so ähnlich aufgebaut wie die andere Fabrik da oben, ne? Ja, aber von hier denn zur anderen Tanke ist ja dann auch easy. Das ist ja nur ein bisschen an der Tankstelle jetzt so tief, ne? Aber sonst so. Aber wenn ihr auf der Karte siehst, dann müssen wir dann mal F4 drücken. Wenn auf der Karte 8 Dinger sind, ne? Upgrades, dann fehlen uns ja noch ein paar. Weil ich die jetzt noch nie gesehen, aber Erwin hat es ja mal erwähnt. Ich weiß ja gar nicht, wie viel ich schon habe. Ja, da könnten wir uns dann nämlich mal angucken. Das Ganze, ne? Das Ganze mit J. So, du schaffst es auch noch, oder? Na sicher. Ja, ich hätte jetzt mit dem Lastgang hier oben machen können, aber da habe ich auch noch ein bisschen geschlafen. So, und dann hätten wir Etappenziel Tanke erreicht, ne? Bei den anderen wird es ja wieder ein bisschen spannender, also Logistikzentrum jetzt nicht. Ich glaube, das kriege ich auch noch so schnell alleine hin. Wir jetzt hier noch ihn mal tanken eigentlich. Im Sprit her ging nicht, ne? Wird so ein eklige Nacht hier gleich, ne? Will ich hier eigentlich nur noch immer vorbei, ne? Was geht? Was klappert hier denn so? Ja, mit dem richtigen Fahrzeug geht's ja denn. Ja, ja, der muss schon. So, und dann sage ich schon mal vielen Dank für Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Hab ich doch, ne? Ich rechne fest damit. Und ja, dann wünsche ich auch noch euch. Ja klar, wenn ihr das denn guckt, dann ist ja bei euch das schon vorbei. Dann hoffe ich, war das nicht so schlimm, dieser letzte Tag der Woche, ne? Und somit ihr sehen.
haben wir das geschafft. Oh ja, und dann haben wir nur noch Logistik und ja, denn einmal hier steht der Asuf noch zum raushelfen. Ich wünsche was, ich danke euch und bitte. Ciao, ciao.